Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect Staffel Nummer 7, Tag Nummer 94 und unserem wunderschönen kleinen Gefängnis hier, in dem wir ja schon seit, ja, 94 Tagen logischerweise bauen, beziehungsweise seit 37 Stunden, 54 Minuten und, ja, 55 Minuten. Tja, so willst du, was willst du machen? Wir haben in der letzten Folge angefangen, hier die Rohrleitung zu legen. Da werden wir jetzt unser Personal auch erstmal mit in Ruhe lassen. Das dürfen die ruhig machen. Wie gesagt, ich würde ganz gerne irgendwann mal hier diesen hinteren Abschnitt nochmal separat ausweisen können, damit die hier nicht ständig ihre Klamotten klauen. Ihr kennt es ja mittlerweile. Wie gesagt, die sind auch ein bisschen angepisst, 10 Tage ohne Zwischenfall, aber der hat sich noch sehr, sehr unter Kontrolle, der Kollege. Das Schöne ist dummerweise, dass ich irgendwie nicht mehr dazu komme, unsere Wachen irgendwie personell hinterher zu bekommen. Das heißt, ich für meinen Teil werde einfach mal mein Wachpersonal in dieser Folge einfach mal auf 50 Personen aufstocken, weil anders geht nicht. Ich muss übrigens mal ganz kurz noch was notieren, es tut mir leid, es geht nicht anders. Was wollte ich denn jetzt gerade eben notieren? Jetzt muss ich mal ganz, ganz scharf nachdenken. Ganz scharf nachdenken. Da. So, das wollte ich mal eben aufschreiben. Tut mir leid, ich muss mir mal ganz kurz Gedanken daran machen, wo ich hier Cuts setzen muss, wegen etwaigen Ausfällen hier. Und ja, die erste Arbeitszeit für heute ist auch schon wieder rum. Hier werden wieder 1000 Leute gefunden, die irgendwelche Zwischenfälle haben, bla 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 bla. Und Tschüssikowski, schönen Tag noch. Wie üblich werden wir jetzt hier oben mal ein bisschen Personalplanung betreiben. Das heißt, ich werde da oben mal ein paar von den Jobs rausnehmen, damit hier unten in den Werkstätten mehr gearbeitet wird, wo es auch wirklich notwendig ist. Wenn die jetzt hier mal ein paar Tage übrigens nur mit... Ja, komm, ich lasse das einfach frei. Komm, scheiß mal der Hund drauf. Wenn die jetzt ein paar Tage mit Metall nur arbeiten oder sowas, ist das in Ordnung, aber vorher muss das Holz raus. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, diese Küche hat keinen Kantinenzugang. In ihr werden keine Mahlzeiten zubereitet, das soll auch eigentlich nicht, aber ich kann dir den Gefallen tun, dich auch noch dafür zuständig machen, dann ist das hoffentlich kein Problem. Du übrigens bist dafür zuständig, du übrigens auch dafür, also alles gut, kein Stress mit dem Ganzen. Wie gesagt, Wäscherei, wir kennen es ja mittlerweile, das System ist noch nicht so ganz optimal, aber immerhin durch die Wäscherei da oben ist das schon mal deutlich besser geworden. Genau, du kannst dich da unten um den ganzen Zellentrakt schon mal kümmern, dann bist du schon mal ein bisschen ausgelastet. Aber ja, immerhin, es läuft, wie gesagt, dieser Kantine sind immer noch keine Häftlinge zugewiesen, weil wir keine Häftlinge haben. Und das Wassermanagement scheint zu funktionieren, das heißt, ich werde hier schon mal direkt den ersten großen Schritt wagen und hier schon mal diese typischen normalen Wasserleitungen reinlegen, die ja auf jeden Fall notwendig sein werden. Wir gucken mal ganz kurz, genau so sind die einfach nur gelegt. Hier vorne muss ich natürlich mal ganz kurz sagen, die sind etwas spezieller, aber auch kein Hals- und Beinbruch für uns. Das heißt natürlich logischerweise, wir bauen unsere, Entschuldigung, Leitungen so, dass wir die hier natürlich auch überall mit verbinden können. Da geht es nochmal runter und da geht es nach da. Das heißt, die ganze Kaltwasserkacke ist gleich abgearbeitet, weil ich glaube, die hier oben haben nur Warmwasseranschluss, ne? Genau, was zum Teufel ist da eigentlich los? Warum habe ich denn da eigentlich keine... Da sind doch Heizungen, aber ich kriege keinen Anschluss, also keinen Anschluss angezeigt. Alles klar, ich weiß Bescheid. Wie gesagt, das Kaltwasser war es das tatsächlich schon. Also mehr Kaltwasseranschlüsse haben wir hier nicht. Das einzige Problem, was wir haben, ist, wir müssen die Warmwasseranschlüsse wieder hinkriegen. Und die sind natürlich etwas komplizierter, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Wir haben da ein Netzwerk so gebaut, dass ich da jetzt hoffentlich noch verstehe, was ich da gebaut habe. Wie habe ich das hier gemacht? Ich habe die echt jedes Mal einzeln abzweigen lassen. Ach du Scheiße. Naja, was willst du machen? Also einmal hier hinten, logischerweise. Das ist ein Netzwerk. Das ist mir schon klar. Dann habe ich hier innen drin ein Netzwerk gebaut. Dann kann ich die hier schon mal in jede Richtung verbinden. Das habe ich schon befürchtet. Dann muss ich gleich mal eben gucken, wo ich das Kabel runtergezogen habe. Logischerweise, weil sonst macht das Ganze optisch keinen Sinn. Das Kabel geht runter an der Heizung da. Alles klar. War zwar zu erwarten, aber wir wollen ja auch sicher gehen, dass das hier alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da übrigens nicht, aber da. Da selbstverständlich auch nochmal. Und da geht das Kabel auch hoch. Beziehungsweise das die Rohrleitung, ne? Kabel ist es ja nicht. Genau, die ist auch nochmal durchgehend. Ach du Scheiße, ey, was baue ich denn hier? Das ist doch ein Aufwand sondergleichen. Aber so, jetzt geht nach hier nämlich nochmal diese Rohrleitung einfach weiter. Dann verteilt die sich hier garantiert genauso wie die Kaltwasserkacke. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Natürlich mit dem Unterschied, dass die noch weiter nach da geht und die natürlich bis dahin reicht. Oh, ey, meine Güte. Dann geht die jetzt durch bis da hinten hin. Also die geht jetzt hier hinten tatsächlich dahin und dahin. Und ich glaube, die geht auch garantiert wieder zurück den ganzen Weg, wenn ich mir das hier so angucke. Ja, geht sie.
Das heißt, hier wird tatsächlich nach da, dann geht die nach da wieder hin. Da muss ich mal gerade gucken, geht die durchgehend komplett? Ja, die geht durchgehend. Das heißt, die wird daran wieder angeschlossen. Und ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts vergessen. Ach ja, genau, ich habe nämlich schon was vergessen. Ich muss hier unten mal eben diesen separaten Anschluss nach da noch machen. Und dann muss ich hier unten natürlich noch dran denken, da diesen Querverweis zu setzen. In der Hoffnung, dass das denn reicht, diese ganzen Leitungen hier anzuschließen. Wie gesagt, da muss man immer noch ein bisschen aufpassen. Ich werde die jetzt einfach schon mal so anschließen. Was soll's. Gut. Ja, du bleibst von da eigentlich genau so liegen, wie du bis jetzt liegst. Ne? Du bist auf der Höhe jetzt fast. Ne? Also du gehst da ja gleich wieder durch die Wand durch. Du gehst da auch wieder durch die Wand durch, nämlich hier hinten. Wenn ich von da ausgehend jetzt einfach sagen würde, ach ja, da drin darf ich ja nicht bauen, aber ich könnte jetzt nach da wieder eine Rohrleitung legen, ne? Genau, wann habe ich diesen Trakt wieder frei? Das muss ich jetzt mal so gerade nachgucken. Zuvor erst allerdings muss ich hier drin noch das Management machen. Ach du Scheiße. Also erstmal nach da kommt eine Rohrleitung, dann kommt auf der Seite habe ich noch gar nichts ausgewiesen, das lasse ich auch erstmal in Ruhe. Wie habe ich die jetzt da angeschlossen? Die geht einfach durchgehend, alles klar. Also nach da und nach da, nach da und nach da, bis sie da hinten wieder rauskommt. Wie habe ich dann dieses Management da drin gemacht? Holy shit. Ja, wir haben... Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt nachbauen soll. Ach du Scheiße. Alles gut. Also, wir versuchen es mal. Ich hätte gern einmal, dass du... Nein, schon falsch. Dass du nach da gehst, dass du da runter gehst, dass du da runter gehst, dass du da hoch gehst. Dass du nach da und da angeschlossen wirst, dass du nach da führst und du nach da führst. So viel macht für mich jetzt einfach mal Sinn. Ja, das ist auch richtig, gut. Dann geht da einfach eine Leitung runter, macht einen Zickzack-Kurs. Also vielleicht reicht mir das als Info, ich weiß es noch nicht so ganz. Also hier geht eine Leitung runter und dann macht die was? Das hat nicht gereicht. So, hier geht natürlich eine Leitung wieder raus, glaube ich. Da geht auch eine Leitung raus, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, geht sie. Also sie geht da oben tatsächlich raus. Hier geht dieser Zickzackkurs runter, dann geht der hier an der Innenseite runter und dann nach da. Alles klar. Also du gehst jetzt hier an der Innenseite, aber du bist auch im Raum. Ne, du machst in der Wand den Zickzackkurs, gehst runter in dem Raum drin und bist dann... Ach du Scheiße. Gut, weiß ich Bescheid. Also du gehst in der Wand den Zickzackkurs, gehst dann hier runter und gehst dann nach da. Du machst in der Wand den Zickzackkurs, gehst da runter, gehst nach da. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Holy shit, ey. Es ist aber auch wirklich nicht leicht. Also da muss ich mir jetzt mal selber sagen, meine Güte, was bin ich für ein Pfosten, dass ich so kompliziert baue. Aber das ist halt alles für die Symmetrie, liebe Leute, ihr wisst es. Der symmetrische Knast, ey, meine Güte. So, kann ich jetzt, ich wollte nachgucken, wann darf ich denn endlich meinen Raum jetzt hier umbauen? Also der gehört schon mal nicht mehr denen und der hier ist gleich frei. Das würde mich schon mal sehr, sehr freuen, dass ich da ein bisschen drauf zugreifen kann. Nochmal die Kontrolle, es ist keine Zelle außerhalb dieses Bereiches besetzt, das ist gut. Wie gesagt, jetzt kommt dieses ganze Rohrleitungsmanagement hier hinten, da sind die jetzt ja wieder Wochen, um nicht zu sagen Monate mit beschäftigt. Wir kennen das ja schon, ne? Also das lässt sich leider Gottes nicht vermeiden. Was ich allerdings schon mal machen könnte, und das habe ich ja gerade eben schon mal gemacht, aber ich habe vergessen, darauf zu reagieren. Ich wollte unsere, ganzen Dudes hier nochmal aktivieren und hole mir die jetzt einfach mal in mein Sicherheitsbüro. Hat die ganz einfache Begründung, dass ich mal eben wieder noch ein, zwei Infos brauche. Da beispielsweise, der ist Verräter, aber das ist in Ordnung, der ist unter seinesgleichen, wenn ich den da raushole. Also wie gesagt, diese drin sind sowieso alle Verräter, aber das ist scheißegal, das macht nichts, das darf so. Wie gesagt, es geht mir jetzt ein bisschen darum zu gucken, wo sind Gegenstände versteckt und wo sind vor allen Dingen eventuellerweise noch, Jungs, wie schaut's aus? Eventuellerweise noch Leute, die von Gangs eventuell angegriffen werden könnten, wenn ich wieder den Fehler mache und hier versehentlich eine Tür offen stehen lasse. Das darf uns zwar nicht passieren, aber kann theoretisch passieren. Und ihr seht schon, hier unten wird ganz viel geholt. Wo ist der Letzte? Kommt der Letzte heute auch nochmal ins Sicherheitsbüro? Da vorne läuft er gerade. 5, 4, 3, 2, 1 und Tschüssikowski. Und es gibt keine Info mehr über jemanden, der sonst noch hier auf der Gefahrenlevel stehen würde. Also alles gut. Was ihr aber sehen könnt, ist, hier unten wurden ständig... Oh, guck mal, der da unten, den können wir schon mal gleich durchsuchen. Es gibt hier 1000 Sachen, die man hier unten an dieser Seite holen kann. Dafür aber im Gegensatz, hier oben wird gar nichts mehr gefunden. Was logisch ist, weil die gar nicht mehr bis dahin kommen.
Und diesen Zustand möchte ich natürlich schon irgendwie herstellen. Das heißt, ich werde diesen Gefangenen dort auch nochmal durchsuchen. Da in der Kiste drin ist eine Spritze, die werden wir auch nochmal durchsuchen. Also beziehungsweise nicht die Spritze, sondern die Kiste. Hier wird natürlich nochmal durchsucht, da wird nochmal durchsucht. Warum wegwerfen? Durchsuchen, Entschuldigung. Entschuldigung, habe ich da hinten auch auf Wegwerfen geklickt? Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, habe ich. Tut mir leid, das wollte ich natürlich nicht. Ja, also ihr seht schon, das sind so Kleinigkeiten. Hier ist wieder so eine Hundeleine, wie man mir in den Kommentaren netterweise gesagt hat, dass das eine Hundeleine ist. Ich war ja sehr verwirrt die letzten Folgen. Mittlerweile sind diese geheimen Informanten übrigens offiziell auch alle RIP. Aber gut, ich meine, ist mir ja egal. Die Gangs sind ja da drin eingesperrt, ne? Ist hier irgendeiner vielleicht von euch zufällig in der Gang drin? Nee, ne? Alles gut, dann sehe ich auch kein Problem, dass ihr da weiter rumlaufen könnt. Voll der Arsch. Tut mir leid, ist aber so. Hier die Sachen werden hoffentlich gleich vom Hund gefunden und durchsucht. Gibt es hier irgendwas, was tatsächlich sehr, sehr gefährlich sein könnte? Ein Ausbruchswerkzeug. Ich meine, wenn die jetzt Alkohol oder Handys haben, ich bin da relativ tolerant, was das angeht, ihr wisst das. Es ist ja kein nennenswertes Problemchen. Wenn die jetzt mit Handys sich gegenseitig absprechen, ja gut, meinetwegen, aber es geht erstmal nur darum, zu verhindern, dass hier jemand auf die Idee kommen könnte, auszubrechen oder Waffen bei sich hat. Aber das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein, wenn wir das jetzt abarbeiten, und das wäre natürlich ein Traum, wenn das so funktionieren würde. So, wie gesagt, holztechnisch sieht es gut aus. Hier oben wird trotzdem drin gearbeitet, obwohl ich kein Personal zugewiesen habe, aber das ist halt so. Die vorzeitige Entlassung arbeitet recht wenig produktiv momentan. Ich muss ganz ehrlich sagen, Jailpanels, ich mache einfach, weil ich habe keine Ahnung, wie ich hier sonst irgendwie zeittechnisch hinterherkommen soll. Ich werde jetzt hier hinten noch mehr Anhörungsräume bauen, die irgendwie mir das Gefühl geben, dass wir hier vorankommen, was das angeht. Das heißt, ich werde auch hier nochmal diese Anhörungsräume reinklatschen und noch mehr Programme zur vorzeitigen Entlassung starten, weil ich halt eben das Gefühl habe, wir müssen die relativ schnell loswerden, diese Leute, die hier momentan noch untergebracht sind in unserer jetzigen Gefahrenstufe. Deswegen, naja, ihr wisst ja, wie das halt eben so ist. Hier unten wird jetzt die ganze Technik eingebaut. Das hatten wir ja Gott sei Dank jetzt mittlerweile ans Laufen gekriegt. Hier unten fehlt sogar noch eine große Wasserleitung, also es ist ein Traum. Aber wenn die jetzt liegt, dann ist die ganze große Wasserleitungskacke schon mal fertig. Das freut mich. Genau, super. Und wenn das Ganze dann jetzt hier mal angeschlossen ist, dann haben wir schon viel gewonnen. Das Stückchen kann übrigens raus. Bitte vergesst das nicht. Das muss ganz schnell weg, bevor da jemand ein Rohr oder sowas drüber baut. Hier zwischen natürlich auch nochmal der Hinweis. Ich weiß, ich habe bei dem Öffnen der Tür wieder diese Sachen hier verhindert, dass die fertig gebaut werden. Das Spiel versteht das ja leider nicht. Aber naja. Was willst du machen? Das ist halt eben so. Wir warten, wie gesagt, noch eben darauf, dass jetzt hier eventuellerweise das Ganze läuft. Ich muss nur mal gucken, wie ich den hier mit dem Strom angeschlossen habe. Stromversorgung, genau, einfach durch die Leitung durch. Habe ich fast befürchtet. Das heißt, ich mache da jetzt einfach ein Stromding hin und dann hat sich das für mich schon erledigt. Installiert Kabel, wie gesagt, der Kollege rennt schon. Der wird uns das relativ fix bringen, das Kabel. Und dann läuft hier zumindest schon mal ein Teil des Warmwassersystems. Wie gesagt, von hier kommt jetzt noch kein Input, weil uns der Gefängnistrakt, der drüber ja noch fehlt. Aber das sollte kein großes Problem sein. Wie gesagt, ich denke mal, das dauert nicht lange, dann funktioniert das Ganze auch so. Wie gesagt, die sind ja momentan eh noch 1000 Jahre lang damit beschäftigt, hier alles ans Laufen zu kriegen, aufzubauen und so weiter und so fort. Also, es wird schon irgendwann werden. Die Frage ist, wann ist irgendwann, aber. Also es ist halt eben so. Hier kommen die Kabel auch schon an. Das heißt, hier, da kommt der Kollege. Nein, nee, da ist jetzt wieder mittlerweile wer anders für zuständig. Auch gut, ich meine, mir soll das mal recht sein. Hauptsache, es wird angeschlossen. Da kommt der Kollege, der ist natürlich wieder müde, aber das kennen wir ja schon. Das heißt, da fehlt noch eine Rohrleitung, da fehlt noch eine Rohrleitung. Und 3, 2, 1, plöpp, wupp. Also warm ist es in dem Gefängnistrakt schon mal, in jedem Raum. Es ist nur halt noch nicht ausreichend, was wir da liefern können momentan. Aber das kennt ihr ja schon. Das liegt ja ganz logischerweise daran, dass wir hier noch keine Chance haben, hinterherzukommen. So, hier werden die letzten zwei, drei Wasserleitungen angeschlossen. Ich muss für meinen Teil mal eben sagen, wir werden hier oben jetzt diesen Gruppenraum mit Sicherheit eingenommen haben. Das heißt, ich kann hier auch auf Banden den gleich wieder freigeben, dass die wissen, dass ich den Gruppenraum da auch für die wieder zur Verfügung stelle. Nur muss ich ja eben meine Baumaßnahme fortführen, logischerweise. Das heißt, ich werde jetzt hier unten auch diese Warmwasserleitung nach dort fortführen und darunter. Und dann werde ich hier unten auch die Heizung einbauen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die müssen gemacht werden. Anders geht's nicht. Wie gesagt, dass der ganze Trakt hier überhitzt, liegt daran, dass draußen zu warm war heute Nachmittag. Das kennen wir ja schon. Nur die Gruppenräume hier, die haben ja auch noch keine Heizung. Das heißt, auch da werde ich jetzt mal eben drüber nachdenken. Ich glaube, es ist kein Problem, hier eine Heizung reinzubauen. Die Warmwasserstelle ist ja direkt daneben. Das heißt, ich denke, ich werde einfach da und da eine Heizung reinbauen und
da noch eine Heizung reinbauen. Ich meine, das sollte kein Problem sein für unser tolles Systemchen hier. Einmal nach da und da eine Heizung und nach da auch nochmal eine Heizung und dann werde ich das mal eben miteinander verbinden. Selbstverständlich nach dort einmal verbinden, dann selbstverständlich über das Stückchen nach da. Es sollte kein Problem sein. Es geht, glaube ich, relativ fix hier mit dem Heizungsmanagement, sofern das dann alles richtig liegt. Und momentan schaut es so aus, als wäre das kein Problem. Gut, wie gesagt, vorzeitige Entlassung. Ich weiß nicht, warum der Anhörungsraum hier unten aus seiner Sicht, ich wollte schon sagen, danke, so groß ist. Ich werde jetzt noch weitere Programme zur vorzeitigen Entlassung anhören. Das heißt, ich werde jetzt hier unten noch weitere Programme dieser vorzeitigen Entlastung hinzufügen. Jetzt geht es nicht mehr. Das sind alle Programme, die momentan laufen. Mehr geht nicht, aber ich muss halt irgendwie diese Gefangenen loswerden. So leid es mir tut, aber es geht nicht. Die müssen weg. Es ist einfach sonst nicht möglich für mich, das hier zu handeln. Schön. Eieiei. So, und jetzt müssen wir leider Gottes zum Ende der Folge doch nochmal eben hier drüber gehen und ein bisschen was von diesem ganzen Holz verkaufen, was wir jetzt hier rumfliegen haben seit 2 Arbeitstagen oder ne, seit 1,5 Arbeitstagen. Wie gesagt, das muss weg und hier vorne liegt immer noch viel zu viel Holz drin. Ich kann das irgendwie immer noch nicht nachvollziehen, dass sie da momentan noch nicht drin arbeiten. Vielleicht, wenn ich jetzt einen ganz neuen Tag habe und die verstehen, dass sie den einen Raum gar nicht mehr benutzen sollen, dann wird das mit Sicherheit ein bisschen schneller funktionieren. Aber ja, bis dahin müssen wir uns leider Gottes ja noch ein bisschen gedulden. Aber es wird schon werden. So, hier noch ein bisschen verkaufen, dann noch verkaufen. Wolle Rose kaufe. Wolle Rose kaufe. Meine Güte, wie alt ist der Film eigentlich? Wolle Rose kaufe. Also der Film heißt nicht so, aber ne? Von wann ist der? 2005, 6, 7? Aber trotzdem gut. Also ich kann es nur empfehlen. So, tja. Bisschen Holz noch verkaufen, bisschen Holz noch verkaufen. Bisschen Holz verkaufen. Ist wie Kyrill, ne? Einmal bitte Holz an Österreich. Aber ich glaube nicht, dass Österreich das Holz hier kauft. Das ist Premium Quality aus der Gefängniswerkstatt zurechtgesägt. Manchmal sind auch noch Haare dabei. Im Bestfall, im schlechtesten Fall ist ein ganzer Kopf mit in der Palette drin, falls sich da zwei Leute es nicht so ganz gut verstanden haben bei der Arbeit, ne? Kreissägen, ihr wisst es, das ist alles nicht so ganz safe. Ich meine, da müssen wir uns jetzt keine Hoffnung machen. An der Kreissäge wird man hier in so einem Hochsicherheitsgefängnis garantiert keinen lassen. Aber wir können das ja mal machen. 1,443 Millionen Euro. Oh, schöne Zahl. 1,443,443. Alles klar, Euro, also es ist schon viel Geld mittlerweile. Ihr kennt es. Hier Türmodus übrigens auf offen, den Türmodus hier geht übrigens auch auf offen. Alles kein Problem, kein Stress. Der Gruppenraum wird so gerade auch wieder für die Höchstsicherheitsgefahrenstufe ausgewiesen, nur halt eben erst, wenn die Leitung drin liegt, weil sonst fliegt uns hier wieder alles, was wir bis jetzt geplant haben, um die Ohren. Aber das kennen wir ja schon. Übrigens, Hinweis für doofe Leute, ich habe hier offenbar vergessen, ein, zwei Kabel zu ziehen oder Rohrleitungen zu ziehen. Die müssten vielleicht auch nochmal eben angeschlossen werden. Das wäre lieb, wenn das gehen würde. So, wie schaut's aus? Hier unten das Management-Verteilsystem scheint zu funktionieren oder liegt gescheit. Hier oben habe ich tatsächlich bei dem Einbau der Küche sogar vergessen, diese Zwischenteile rauszunehmen. Ist gemacht jetzt, keine Sorge. Und ich glaube, dann sollte das jetzt hier an sich auch schon mal funktionieren. Dann haben wir schon mal viel gewonnen, dann läuft der ganze Hase schon mal ein bisschen besser. Genau, das da oben auch nochmal raus, das auch nochmal raus. Ist zwar keine Küche momentan, aber was willst du machen? Köche haben wir momentan 30. Ich erhöhe jetzt auf die maximale Anzahl an Köchen von 50. Mehr brauchen wir nämlich nicht. Dann ist alles gut. Ich hoffe mal, wir kriegen unsere Patrouillen momentan noch alle besetzt, ne? Gut, die Wachpatrouillen sowieso, die Hundepatrouillen werden alle besetzt. Das heißt, ich sehe keinen Bedarf daran, momentan mehr Hunde hier in dieses Gefängnis reinzuholen. Es ist alles noch entspannt. Das ist das Wichtigste. Eieiei, was eine Baustelle hier, ey. Meine Güte, was willst du machen? Aber so ist es halt eben. Deswegen, liebe Leute, ich denke mal, wir werden uns in der nächsten Folge dann ein bisschen mit dem weiteren Käse beschäftigen. In dem Sinne, übrigens, schon mal die Anmerkung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr mögt, bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und schaut auch morgen wieder rein um 16 Uhr. Haut rein, tschüss, bis zum nächsten Mal.